Ich bin eine Konfliktlotsin. Hallo, ich bin Julia, ich bin 11 Jahre alt und gehe in die 6a. Ich bin Leila und bin 11 Jahre alt. Also, ich heiße Thea und bin 11 Jahre alt. Mein Name ist Jessica, ich bin 13 Jahre alt. Ich heiße Josephine und bin 12 Jahre alt. Ich bin Dalila und bin 11. Ich bin Christina, gehe in die 6. Klasse und bin 12 Jahre alt. Ich bin Emine und ich bin 11 Jahre alt. Also ich wollte zuerst Konfliktlotse werden, weil es Spaß macht, Kindern zu helfen und Streite zu lösen. Ich habe den anderen 6-Klässlern immer zugesehen und dachte mir, ich möchte es auch mal werden, weil ich möchte auch den Kindern helfen. Ich wollte was Neues ausprobieren. Ich wollte mit den Kindern mehr zu tun haben und die Schüler auch kennenlernen, wie das für die Schüler ist, wenn einer ihnen schlägt oder die Hilfe brauchen, dass ich denen helfen kann. Ich bin Konfliktlotsin geworden, weil ich den Kindern einfach helfen wollte und dass die Schule nicht mehr so viel Streit hat. Mein Name ist Peter Mosler. Ich bin der Schulleiter der Charlie-Rivel-Grundschule in Berlin-Spandau. Diese Schule zeichnet sich dadurch aus, dass sie seit einigen Jahren schon Konfliktlotsen ausbildet und täglich im Schulbetrieb einsetzt, besonders in den Pausen, wo die Konfliktlotsen dazu beitragen, dass die Konflikte, die Streitigkeiten, die bei den Schülern auftreten, von Schülern auch entsprechend geschlichtet werden. Also ich bin Heide und arbeite seit 10 Jahren hier und seit 9 Jahren bin ich in die Konfliktlotsenarbeit involviert und die demokratische Früherziehung. Ja, ich bin der Thorsten, ich arbeite auch seit 10 Jahren hier an der Schule. Und meine Schwerpunkte sind auch Schülerparlament, der Klassenrat, das Buddy-Programm und die Konfliktlotsen. Ich bin seit 4 Jahren, seit 2011, Schulleiter dieser Schule und habe dieses Programm übernommen. Es hat es vorher schon gegeben. Wir versuchen, es ein bisschen weiter auszubauen, mehr Kollegen noch auszubilden, weil betreut wird es von einigen Erziehern und auch Lehrkräften, eher Erziehern, die sich entsprechend um die Ausbildung der Konfliktlotsen kümmern und die auch während des Schuljahres, das sind immer 6-Klässler, die ausgebildet werden, diese Kinder begleiten und betreuen, sodass sie entsprechend auch eine Unterstützung erfahren in der Fortentwicklung der Streitschlichtung. Na, wir sind in der Schule, die sehr Wert darauf legt, demokratische Strukturen zu erlernen und gewaltfreie Kommunikation. Und da war das eigentlich ein logischer Schluss, dass wir nachher die Konfliktlotsen installieren müssen bei uns. Mein Name ist Ingrid Luzi Haller. Ich bin Lehrerin an der Birkengrundschule und bin mittlerweile Ausbilderin, Trainerin für Schulmediation in Berlin. Das Berliner Konfliktlotsenmodell ist ein Schulsystemmodell. Es geht also nicht nur um Schulmediation, sondern um das ganze System Schule, das auf 3 Säulen, die Säule der konstruktiven Schulkonfliktkultur, ruht. Die erste Säule heißt Prävention. Alle Präventionsmaßnahmen, die wir an Schulen umsetzen, haben langfristige Wirkung und vermindern die Menge an Konfliktpotenzial. Wo viele Menschen sind, gibt es Konflikte und wir haben die Idee, dass Konflikte immer eine soziale Entwicklung anregen können, wenn sie nicht nur als Interventionsmaßnahme unterbrochen werden. Das heißt, im akuten Fall gehen wir dazwischen, das machen Konfliktlotsen auch, sie intervenieren und trennen und deeskalieren. Und danach kommt die 3. Säule, nämlich die Mediation, man kann auch sagen Kuration. Man kuriert den entstandenen Schaden, indem man ihn konstruktiv aufarbeitet. Es geht also hier nicht um Sanktionen, sondern um Einsicht nehmen in Konfliktdynamik und um die Möglichkeit, die eigene Perspektive im Konflikt zu erkennen und das Handeln zu verändern mit der Grundidee, dass dann der nächste Konflikt auf einem anderen Niveau betrachtet werden kann, eine andere Ebene. Und dass die Eigenverantwortlichkeit im Konflikt gestärkt wird. Manche denken so, wenn Erwachsene, zum Beispiel die Lehrer, das klären, dass die dann Ärger bekommen. Und wenn die so mit Kindern reden, dann denken die so als Freunde und denken dann, das ist besser, weil Kinder besser verstehen. Die Konfliktlotsen helfen den Kindern, den Streit zu lösen. Und falls sie einen Streit sehen, dann versuchen sie, die Kinder auseinanderzuhalten. Die Idee ist, dass junge Menschen, also Schülerinnen und Schüler,
Handlungskompetenzen erwerben, um anderen zu helfen, durch die Untiefen und die Klippen die Gefahren in einem Konflikt zu umschiffen. Und damit ist das Wort Lotse geprägt worden. Mein Name ist Claudia Lukert, ich bin Projektleiterin der Kampagne Kinder beflügeln des evangelischen Johannisstifts in Berlin-Spandau. Und unser Fokus liegt auf Kultur, Sprache, Sport, gesunde Ernährung, aber eben auch auf der Ausbildung von Konfliktlotsen. Das heißt, wir sind nicht tatsächlich beteiligt an der Ausbildung, sondern wir unterstützen die Schulen dabei, diese Sachen zu organisieren. Wir stellen ihnen die Räume zur Verfügung. Wir sorgen dafür, dass die Kinder ordentlich versorgt sind, weil diese Kinder eigentlich ja immer Hunger haben. Und wenn man Hunger hat, kann man nicht ordentlich arbeiten. Und begleiten und unterstützen sie in jedem Schuljahr mit genau diesen Dingen. Man müsste schon gut reden können, weil man muss auch zu den Kindern reden. Das ist sehr wichtig, damit sie einen zuhören. Aber man muss nicht gerade stark sein, weil man soll ja den anderen nicht schlagen oder so. Man soll denen helfen. Der sollte, wenn wir Glück haben, eine Haltung zu einem Konflikt haben, der halt nicht darauf aus ist, einen Entschuldigen zu suchen, sondern wirklich eine Lösung zu suchen und konstruktiv jetzt in die Zukunft zu gucken. Also immer den Konflikt auch als Chance sehen, das ab jetzt auch besser machen zu können. Man sollte wenigstens nicht so oft provozieren und auch Konflikte suchen, weil ich finde, dann ist es nicht so gut, dann auch noch was zu klären. Dann sagen auch Kinder, du hast doch selber gestritten, warum bist du jetzt Konfliktlotsen? Man muss streng sein, man muss auch höflich sein und hilfbereit sein. Man sollte eigentlich immer freundlich sein, man sollte jetzt nicht die Person beleidigen und man sollte auch der Person helfen können. Natürlich ist Schule ein Ort, wo extrem viel Konflikte sind. Extrem. Schule ist der Ort für Konflikte überhaupt, wenn man sieht, welche Gruppen einwirken. Also ob da Konflikte zwischen Lehrer und Schüler, das ist ja an der Tagesordnung, das ist ja geradezu vorgezeichnet. Und es ist eben die Frage, wie gehen wir damit um? Oder von mir aus auch Lehrer-Eltern. Das ist ein Riesenkonfliktfeld, was sich da auftut. Und manche kommen mit dem Rechtsanwalt und die anderen drohen mit sonst was. Es gibt Sanktionen ohne Ende. Allein die Tatsache, dass es Strafenkataloge gibt, ist ja schon ein Beweis für dieses vermiente Konfliktfeld Schule. Und da mal eine andere Brille aufzusetzen, das war eben das Neue, zu sagen, hey, es gibt mehr als Sanktionen. Ein Konflikt ist immer eine soziale Entwicklungschance. Und das anzunehmen, das ist das Spannende. Es braucht an erster Stelle interessierte Mitarbeiter, die bereit sind, mit den Kindern in der Form zu arbeiten, sich selber darauf vorzubereiten, indem alle, die in diesem Programm bei uns an der Schule mitarbeiten, eine Mediationsausbildung hinter sich gebracht haben und in der Lage sind, Kindern zu vermitteln, wie Streitschlichtung aussieht. Und sie geben dieses Wissen dann zu Beginn des Schuljahres in einem Kurs an die Schüler weiter, sodass die für das Schuljahr vorbereitet sind. Wenn die Schule dahinter steht, bedeutet das vor allen Dingen, dass ein Team sich ausbilden lässt. Das ist der erste Schritt. Was dann passiert an der Schule, ist, Schüler müssen angefragt werden. Wer will mitmachen, wer lässt sich drauf ein. Der Start kann ruhig ein bisschen holprig sein, macht nichts. Es muss unbedingt ein Zimmer da sein, in dem die Gespräche stattfinden können und die Kolleginnen und Kollegen, die die Schüler ausbilden, brauchen Abminderungsstunden. Die müssen vorhanden sein. Ich weiß, dass Lernen außerhalb von Schule wichtig ist, in unterschiedlicher Vielfalt, in unterschiedlichen Inhalten. Und bei den Konfliktlotsen haben wir die Erfahrung gemacht, wenn diese Kinder eine Auszeit haben von ihrer Schule, nicht vor Ort diese Ausbildung machen, sondern hier auf dem Gelände auch Zeit haben, irgendwie sich als Gruppe zu finden, angeleitet werden, versorgt werden. Das ist eine gute Methode, die Kinder am Ball zu behalten, dass sie diese Konfliktlotsen-Ausbildung gut finden, dass sie sie bis zu Ende machen und dass sie auch ordentlich gewertschätzt werden mit so einem besonderen Ort, wo die Ausbildung stattfindet. Die Ausbildung war sehr schön. Wir haben Spiele gespielt, wie zum Beispiel das Speed-Dating, dass drei Personen zusammen waren und sie haben sich dann immer kennengelernt und so.
Und wir haben zusammen gekocht oder ja, eigentlich gekocht. Also wir haben das große Glück, ja, mit dem Johannesstift zu kooperieren. Und da haben wir die Möglichkeit, 3 Tage einen Raum zu bekommen. Das beinhaltet sogar die Beköstigung. Manchmal haben wir die Küche zur Verfügung und können kochen. Und die Ausbildung ist in meinen Augen ja auch mit den 3 Tagen nicht abgeschlossen. Das ist jetzt so ein Seminar, wo man also auf spielerische Art und Weise auch Erfahrung sammeln kann. Wie fühlt man sich in verschiedenen Positionen? Wir üben ein bisschen Perspektivwechsel. Wir machen aber auch ein paar Hintergrundinformationen. Wir sprechen über das Eisbergmodell, über das Vier-Ohren-Modell. Das sind ganz wichtige Sachen. Aber ich denke, die Ausbildung ist eigentlich erst am Ende dieses ganzen Jahres abgeschlossen. Wir haben immer wieder einmal in der Woche unsere Trainingszeiten, wo wir dann bestehende Fälle nochmal irgendwie Revue passieren lassen oder dass kollegiale Hilfestellung geleistet wird. Wie kann man eigentlich mit einem Kind umgehen, was andauert, fast täglich Gast im Konfliktlotsenraum ist. Wie gehe ich als Konfliktlotse mit einem Konflikt um, in dem ich vielleicht oder wo Freunde von mir beteiligt sind. Wie kriege ich da diese professionelle Distanz hin? Und das dauert in meinen Augen wirklich ein Jahr. Also diese Ausbildung dauert eigentlich wirklich bis zum Ende des Schuljahres. Also ich helfe den Kindern, wenn sie Streite haben, also wenn sie sich schlagen, beleidigen oder sogar brutal werden. Also erstmal rede ich ruhig mit den Kindern und frage. Und wenn die dann aggressiv werden oder so, dann hole ich Erzieher oder dann werde ich dann auch ein bisschen lauter oder so. Wenn ich Draußendienst habe, dann, also mit meiner Partnerin, dann nehmen wir die Kinder erstmal auseinander und reden einzeln mit denen. Und dann besprechen wir uns kurz und dann reden wir zusammen mit den Kindern. Na, ich frage ihn erstmal, was los ist. Und wenn er so eine doofe Antwort gibt, hole ich erstmal meine Partnerin. Und wenn das dann nicht klappt, hole ich eben halt einen Erzieher. Wenn ein Konzept gut umgesetzt ist, verankert ist und es läuft, dann erfahren die Kolleginnen Arbeitserleichterung, weil dann viele Konflikte gar nicht mehr an die Kollegen herangetragen werden, sondern die werden im Vorfeld abgepuffert und von den Schülern übernommen. Also im besten Sinne der Schülerpartizipation ist das ein Modell, was allen unterm Strich total nützt. Wir Konfliktlotsen, wir helfen ja Kindern, keinen Konflikt hier zu haben. Und wir werden auch, manchmal sind wir auch so froh, wenn keiner kommt. Dann sind wir total froh, schön, kein Konflikt, endlich mal friedlich hier in der Schule. Aber wenn es dann wieder Konflikt ist, dann sind wir ja auch traurig, weil den Kindern geht es schlecht, uns geht es ja dabei auch schlecht, wenn den Kindern schlecht geht. Weil früher haben das ja bestimmt die Lehrer gemacht und wenn die Kinder jeden Tag jetzt Konflikte hätten, hätten die das nicht geschafft, aber wir haben ja, jeder hat ja immer einen Dienst und dann kann er das immer, können wir es immer abwechselnd machen. Wir legen grundsätzlich großen Wert auf ein Klima der wechselseitigen Wertschätzung. Und wenn ich den Kindern vermittle, dass Streitigkeiten etwas sind, was vorkommt, wo ich aber Wege finden muss, wie auch in vielen anderen Bereichen, wo ich einfach lernen muss, mit umzugehen. Es geht nicht darum, Streitigkeiten unter den Teppich zu kehren oder so zu tun, als gäbe es sie nicht oder als wäre es einfach nur böse. Und kenne diesen alten Spruch, wo man sagt, ach, ihr vertragt euch und dann ist die Welt wieder in Ordnung, sondern dass es eine Kultur auch der Streitschlichtung gibt. Das verändert das Klima des Miteinanders insgesamt, das ist schon spürbar. Naja, die Konfliktlotsen sind ja nur auch ein Teil eines fächerartigen Angebots. Wir haben das Buddy-Projekt, wir haben ja dann viele Möglichkeiten der Partizipation an unserer Schule und das ist nur eine Möglichkeit. Also wir haben trotzdem noch Streitschlichter und wir haben auch unser Café am Laufen und das Schülerparlament hat einen sehr guten Zuspruch. Die Klassenräte laufen hier wirklich sehr gut und das ist so ein Rädchen im ganzen sozialen Lernen, was wir hier machen. Also es ist so, dass nur Spandau dieses Fest macht zur Ehrung der Konfliktlotsen und Schülerlotsen. Das läuft bei uns hier in der Zitadelle. Und da werden alle Konfliktlotsen und Schülerlotsen Spandaus eingeladen. Und das läuft so ab, dass da entsprechend den Schülern und Schülerinnen wirklich für einen Tag lang ein ausgesprochen interessantes und schönes Programm auf der Zitadelle geboten wird, wo sie Spiele vorfinden, wo sie etwas zu essen und zu trinken bekommen. Und das drückt einfach auch eine Wertschätzung dieser Arbeit und Anerkennung dieser Arbeit aus und bestärkt sozusagen die Wichtigkeit. Ja, also wenn wir so erzählen, wie weit wir sind, welche Möglichkeiten wir hier haben, dann werden wir manchmal schon neidisch angeguckt. Ja, von der Unterstützung stimmt. Des Schulleiters, von den Räumlichkeiten und auch die Möglichkeiten, hier unsere wöchentlichen Stunden abzuhalten, das ist schon wirklich sehr gut. Man lernt neue Kinder kennen, die man vielleicht vorher nicht kannte.
Und man merkt auch, dass man den Kindern selber helfen kann, wie man vorher vielleicht nicht so. Und dass man sich auch mehr einbringen kann. Ich bin total locker geworden. Weil früher würde mich nur einmal schief angucken, hätte ich gleich, bin ehrlich, hätte ich gleich zugehauen. Weil ich war früher immer so, mir durfte man nichts sagen oder mich böse angucken. Also seitdem ich hier bin, hat sich alles geändert.